Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 19. Wir sind im Trainingscamp. Die erste Einheit der Woche steht an. Es geht hier zu Hause im AT&T Stadium gegen die Kansas City Chiefs. Wir liegen mit einem Punkt zurück, haben aber den Ball an der eigenen 25-Yard-Linie. 2 Minuten 30 haben wir noch auf der Uhr. Und wir haben noch eine Auszeit. Also ganz wichtig, bloß kein Turnover, dann verlieren wir hier die Challenge. Wir brauchen nur ein Field Goal. Wir achten mal auf unseren Wideout Amari Cooper rechts und auf unseren Slot Receiver Keyshawn Johnson auf der linken Seite. Und auf den gehen wir auch. First Down Cowboys an der 43-Yard-Linie. So, nehmen wir einen Slant. Oh, das gibt glaube ich nichts mehr, weil hier laufen die Sekunden schon runter. Da kriegen wir kein Play mehr hin vor dem 2-Minute-Warning. Die letzten 2 Minuten der Partie haben begonnen. So, nehmen wir die Flut. Im Idealfall scoren wir erst so mit den letzten Sekunden, damit Patrick Mahomes gar nicht mehr aufs Feld kommt. Das ist die beste Art der Verteidigung gegen ihn. So, wir achten rechts auf Amari Cooper. Und in der Mitte auf meinen Tight End, auf Jarwin. Auf den gehen wir auch und der hat ein neues First Down. Und damit ja, an der 35-Yard-Linie sind wir in Field Goal Range. Das sieht doch alles sehr gut aus. Erster Versuch und 10. So, Level Sales. Wir attackieren die rechte Seite. Der Chiefs mit Jarwin und Elliott. Da gehen wir auf unseren Running Back. Und der kommt bis an die 19-Yard-Linie. Wir sind in der Red Zone der Chiefs. Erster Versuch und 10. So, wie gesagt, ganz wichtig hier, kein Turnover. So, ein Laufspiel, ein Draw-Spiel, also eine verzögerte Ballübergabe an den Running Back. Ich will einfach jetzt noch ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Und ein Yard verlieren, das war nett, Sinn der Aktion. Nehmen wir den GoDBL Posts. Wir nähern uns der letzten Spielminute. Wir attackieren die Mitte mit Jarwin. Ich achte ein kleines bisschen links außen auf Amari Cooper, aber der dürfte gut gedeckt sein. Aber unser Tight End in der Mitte holt das neue First Down Ball an der 8-Yard-Linie. Damit ist es jetzt ein First and Goal für die Cowboys. Wieder der Draw. Lauf über Elliott. Boah, keine Chance. Das verteidigen sie hier aber mal richtig gut. Ich will ehrlich gesagt, ich versuche es nochmal per Pass. Achten auf Elliott und auf Jarwin. Gehen auf Jarwin. Der kommt bis an die 1-Yard-Linie. So, jetzt nehmen wir unsere finale Auszeit. Also wir haben es nicht zum Touchdown geschafft, aber wenn der Field Goal Versuch jetzt sitzt, haben wir das Spiel und damit die Challenge gewonnen. Und das ist ja auch schon was wert. So, der Kick ist unterwegs, der ist gut. 32 zu 30 schlagen wir die Kansas City Chiefs in der ersten Trainingseinheit der Woche. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.